Jetzt geht es im Bereich der Neukundengewinnung. Und dafür gehen wir in unser Backoffice und klicken auf die Deals. Ich habe passend den Menüpunkt hier Deals ausgewählt, kann hier einen neuen Deal erstellen. Und in dem Fall nehme ich einfach einen bestehenden einmal, um zu zeigen, welche Bereiche man dort entsprechend auswählen kann. Und klar, ich überlege mir eine attraktive Headline, eine attraktive Überschrift. Natürlich entsprechend auch detailgetreu das, was ich anbieten möchte, bei mir im Beschreibungstext, dass sich jemand etwas tiefgründiger erkundigen kann. Ich lade ein passendes Bild hoch und dann komme ich schon in den Bereich der Preise. So, ich überlege mir, was kostet mein Produkt, ne? Im Bruttoendkundenpreis sind ja bei uns als Unternehmer Marketingkosten entsprechend berechnet. Kann mir also Gedanken machen, welchen Rabattpreis kann ich anbieten. In dem Fall 3 Euro Basispreis, dann 2,50 € Rabattpreis. Bedeutet also, dass ich 50 Cent Rabatt ja, als Benefits entsprechend erhalte. Computer rechnet mir auch die Prozentzahl aus. Und dann kann ich mir Gedanken machen, wie viele Deals habe ich davon? Also wie viele dieser Special Deals mag ich anbieten? Hier sind es 11. Und auch logischerweise mitgeben, wie oft darf es einer nutzen? Bei manchen Dingen macht es ja Sinn, dass man es immer nur genau einmal nutzen darf. Und von welchem bis welchem Zeitraum ich das entsprechend anbiete. Zu guter Letzt dann kann ich noch entsprechend meine Zielgruppe etwas genauer fokussieren. Das heißt, ich kann es auch nur meinen Stammkunden anbieten. Wieder die Unterscheidung zwischen Männlein, Weiblein, alle und verschiedene Altersgruppen. Gerade im Start möglicherweise gut zu empfehlen, dass man einfach eine größere, breitere Zielgruppe nimmt, dass man dort entsprechend gelistet ist. Ist dann entsprechend ein Endkunde unterwegs in der App, hat sie über die Umkreissuche oder über eine Detailsuche entsprechend gefunden, sieht er hier, oh, es gibt ganz spannend Aktionen und Deals, kann sich dort detailliert drüber erkundigen, sieht dort alles, die Uhrzeiten, die Details, das, was wir gerade eingestellt haben und kann über den Button jetzt einlösen, sich den Deal sichern. Im nächsten Schritt dann bei Ihnen ganz normal bestellen, kaufen, bezahlen und bekommt dann seine Ware oder seine Dienstleistung entsprechend zugesandt oder umgesetzt. Die Special Deals sind ein super Tool, ein tolles Werkzeug, um gerade auch in Zeiten, wo möglicherweise weniger zu tun ist oder weniger los ist, nochmal auf sich aufmerksam zu machen. Sie können das ja frei überlegen, was Sie dort entsprechend einstellen. Es gibt auch kleine logische Beispiele. Wenn Sie bei uns den Mittagslunch genießen, gibt es einen Espresso aufs Haus. Oder bringen Sie mir von Ihren Benefit-Vouchern, von Ihren Shopping-Points 3 Stück mit und dann tausche ich Ihnen kostenfrei Ihre Batterien in Akkus oder wie auch immer. Ja, da kann man sich jeder Gedanken zu machen. Besonders spannend, dass man darüber seine Präsenz nochmal erhöht und entsprechend sich publik macht.